Herzlich willkommen zu einem weiteren Stream. Ja, der Titel verrät es ja schon, ne? Resident Evil 3, aber bevor wir zu Resident Evil 3 kommen, wollte ich euch noch zeigen, dass ich mir im PS Store Monster Hunter World für 15 Euro geschossen habe. Und dieses Iceburn, nicht erschrecken, das ist eigentlich nur Monster Hunter World, aber dieses Iceburn, das war eben ein Add-on, was kostenlos war. Nur deswegen. Ja. So, wir kommen heute zu diesen hier. Wollte ich von hier aus auch starten. Der nächste Teil in der Resident Evil-Reihe. Auf der PS4. Resident Evil 3 Remake. So, ja, Deutsch. Aha, ja, das stimmt alles. Soll ich das alles mal ein kleines bisschen heller machen? Ein Tick überall. Ja, ne? So, neues Spiel. Und schönen guten Abend, Hitman. Ja, wir spielen nicht auf Veteran. Stärkere Gegner, Munition, Objekte sind knapper. Weniger Munition durchherstellen. Ja, Standard steht nur Standard da. Und hier ist natürlich. Aber wir spielen wieder normal. Ne, habe ich ja gesagt. Leicht wäre dann vielleicht sehr angenehm. Aber vielleicht dann auch teilweise Autoerholung der Gesundheit. Das ist ja auch schön. Gegner sind etwas schwächer. Sturmgewehr bereits ab Anfang des Spiels mit Munition. Ne, wir spielen Standard. Ja, sorry, ich bin noch mal eingenickt, wo du noch am Stream warst, die letzten 20 Minuten da. Und bin erst 19:15 Uhr oder so wieder wach geworden. Die Kann Epidemie passieren, verbreitet ne? sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Die Behörden rechnen für heute Nacht mit weiteren Unruhen. Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Wie geht's das ganz CDC gut? hat den unteren Geht mittleren auch? Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Der ist schon hier am Start. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella bilden. Vor allen Dingen, weil ich ja jetzt noch etwas über eine Stunde genickert habe. Bisschen laut alles, ne? Ja, ich guck dann gleich mal in die Tonoptionen. Resident Evil 3. Wie gesagt, ist blind für mich. Bis jetzt kenne ich nur den alten Teil von der PlayStation 1. Ja, der Remake heißt aber nicht mehr Nemesis. Der heißt nur Resident Evil 3 Remake. Aber hast recht, ist Resident Evil 3 Nemesis. Weil Nemesis kommt hier in dem Teil sehr oft vor. Und ich bin in der Echtperspektive. Wow. Aber wir lassen den Ton mal so. Kann sein, dass die Sequenz jetzt nur so laut war. Weil ich finde das jetzt gar nicht so laut. Draußen regnet's.
mach mal zu hier. Siehst du, wird sie auch nicht nass. Kannst du den Fernseher noch ausmachen? Nee. Naja, und düster ist es ja sowieso immer gehalten. Ne? Ah, hast du dir ein Bierchen gegönnt? Naja, könnte natürlich auch ein Malzbier sein oder so. Weiß ich jetzt nicht. So, ich denke mal, ach, das ist eine Palme. Nee, da sollen wir nicht rausgehen. Wo soll ich denn hingehen? Ins Bad. Aha. Na gut. Hallo Putz-Channel. Schönen guten Abend und schönen guten Abend zu Augenknochen. Du kannst Daylight 2 nicht streamen, wieso? Oh, wie sehen wir denn aus? Wir spielen übrigens Jules Valentine. Na, das war ja mal ein schöner Albtraum. Was zur Hölle? Weil ich ja die... Wird jede Nacht schlimmer. Ja, das ist natürlich schade. Obwohl ich dachte, dass Deutschland mittlerweile mit Uncut und so... dass das nicht mehr so ist. Weil die ja eigentlich keine Spiele mehr... ja, vorlesen werde ich wieder nicht, ne? Aber ich blätter es langsam durch, damit man später dann auf Pause drücken kann, bei YouTube zumindest. Und wen es interessiert. Ich denke mal, vieles wird auch vom alten Teil... Also die Story, die kennt man ja eigentlich. So, wie viel hier zum Lesen rumliegt. Also ich bin ein bisschen erschüttert. Soll man hier das ganze Spiel mit Lesen verbringen? Es gibt mir eine Pizza hier. Reicht mir langsam. Die Suppe da, den Nachtisch könnt ihr selber. Aber... Ach, jetzt geht der Fernsehen auch richtig. Ich soll natürlich wieder ins Bad. Ich gehe aber erstmal... mal hierher. Was ist denn hier los? Polizei? Naja, gut. Bei dem Bild kann man auch nicht lange hingucken. Wir machen mal hier Vollbeleuchtung. Ah, Polizeiauto als Modell. Ist ja auch sehr schön. Na gut. Wir gehen ja schon ins Bad. Ich hoffe nicht, dass wir denselben Albtraum wieder haben. Mach mal Licht an. Ah. So sieht Jules Valentine aus. In der neuen Version. Aber auch noch ziemlich jung, ne? 28. September 20. Wer ruft mich an? Wer kann das sein? Aber echt? Ich hab doch gar nicht. Naja. Okay, ich komm schon. Hallo? Jill,
Geht's dir gut? Brad, bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären! Du musst da raus! Sofort! Okay, lass mich meine... Oh je. Guten Tag, Herr Nemesis. Aua. Geht ja gut los. Da hast du. Elender Schuft. Ich will ja nicht. Na, ich glaube, so eine Tür hält ihn bestimmt nicht auf. Was zur Hölle ist das denn? Wir müssen in Ruhe lassen. Jill, kannst du mal? Dass Frauen dann immer auch hinfallen müssen andauernd, ne? Naja, gut, Männer fallen bestimmt auch hin. Ich muss weg. Ja, der ist aber richtig wütend. Ja. Geh rein. Geh weg. Oh mein Gott. Ja, ich hab's kapiert. Oh nee. Seine Tentakel. So. Ich denke mal, ich muss nur rennen, ne? Oh, Alter! Eine Rückentüte! Mann, ich wollte Leiter runter! Alter, dass es so zum Anfang gleich losgeht, das war natürlich im alten Teil nicht so. Los, raus! Wahnsinn. So. Erste Flucht, ja. Was ist hier los? Ist hier die Karte wieder? Noch kann ich nichts aufrufen. Jill hält sich auch den Bauch. Hier drüben! Ach, Brett. Ja, wer Brett, erinnern wir uns ja noch aus Resident Evil Zero, der Hubschrauberpilot. Aber es ist hinter den zwei letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Stars. Wie ist das alles so schnell passiert? Ich will mal Schub trinken hier. Ein bisschen erfrischen. Ich schwitze. Haben wir immer noch keine? Ich kann auch gar nicht schnell laufen. Aber ich glaube nicht, dass ich hier schon was hingelegt habe. Ne? Naja, man weiß ja nie. Okay. Also der Virus, der schlägt schon voll um sich. Wie man sieht, Chaos. Hubschrauber. Ach, endlich kann ich sprinten. Wurde ja auch Zeit. Ja, Brett, geh mal. Ich muss hier mal ein bisschen, ne, gucken, ob ich hier irgendwo was finde. Träumen wir? Wie können so viele Menschen infiziert sein? Aber ehrlich. Brett! Pass auf! Hier rein! Oi, oi, oi. Oh, oh nein! Wieso? So war der so schnell. Ich bin jetzt schon tot. Na, das ging ja schnell.
Außerdem hatte ich ja noch gar nichts, um mich zu verteidigen. Na, das kann lustig werden. Das kann ja lustig werden. Dann gehe ich gleich mal hier so auf die Seite. Halt! Pass auf! So, das können wir überspringen. Ja. Die Tür hinten, los! Ja! Jetzt wurde der gebissen. Scheiße! Denk nicht dran! Lass uns hier abhauen! Komm, Jill! Du weißt, wie das endet! Nein, tu ich nicht! Sind wir noch ein Team? Immer! Dann hau ab! Und versau's nicht wie ich! Geh! Hey, auf zu schubsen! Kann ich nochmal zurück? Nee. Zurück kann ich auch nicht mehr. Ich kann immer noch keine Karte aufrufen. Ah. Sorry. Der braucht's ja nicht mehr. Ja, okay, aber ich will jetzt nicht meine Munition verschwenden. 5 Schuss, die halten noch bestimmt mehr aus. Komm runter da. So, wie geil gemacht. So, da muss ich rein. Ja, bevor der aufsteht, ne? Gehen Sie zum Dach des Parkhauses. Wer ich? Bin gut? Bleib zurück! Komm ja nicht näher! Los, kommen Sie! Da ist ein Helikopter, das der, der sich in den... Welche ah ja! Sicherheit? Ich das, geh da nicht raus! Das gab's im alten Teil auch. Das Parkhaus ist nicht weit. Ich kann Sie mitnehmen. Wirklich sicher ist es nur hier drin! Okay. Dann müsste es aber hier schon einige Items geben. Glaube ich. Recht erinnere. Ah, wenigstens Pistolenmunition. Ach, und wir haben Messer unendlich. Das ist ja super. Nicht so wie im zweiten Teil. Ja, wie es ist. Oh je. So ein Mist. Mist. Wollt ihr was von mir? Sau. Hier mal einen großen Bogen drum. Los, rein da. Oh Mann. Auf jeden Fall gleich von Anfang an Action ohne Ende. Das gefällt mir schon mal. Schon eine Karte haben wir immer noch nicht. Pistole geht. Okay. Ach, naja, hätte man sich auch denken können, ne?
Wenn man jetzt da einsteigen tut, dann wäre das Spiel ja schon wieder vorbei. Oder man hätte einsteigen können und wäre dann wieder abgestürzt. Oh, da ist er wieder. Sorry. So, Alter, jetzt. Spring an, verdammt! Jetzt bin ich dran, Arsch! Alter, ja sicher! Ja, wenn das mal nicht weh tat. Aber ich sollte ja R2 gedrückt halten. Oh, er steht natürlich gleich wieder auf, klar. Das ist wie Mr. X, ne? Er kann irgendwie nicht. Also, er kann schon sterben, Nemesis. Aber der hält eine Menge aus. Das an, das juckt ihn gar nicht, ne? Ja, so ein bisschen Feuer. Lass mich. Hey, Arschloch! Naja, das ist dann auch schon für ihn ein bisschen zu hart. Aber das hält ihn nicht lange auf. Ich helfe dir. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ich bin Carlos. Ich rette dich. Carlos, wie rette ich dich in Sicherheit? Also der Anfang ist ja schon mal Hammer. Verlässliche Stütze. Hoffentlich. Wir bringen Überlebende hierher. Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. Geht schon. Brauchst du einen Raum? Okay, versteh schon. Gehen wir. Ja, nicht anfassen. Ach, komm schon. Gucken kannst du, aber nicht anfassen. Die Regel kennt ja jeder. Hey, was weißt du über dieses Monster? Muss aber hier mal. Gibt's echt noch nichts? Ach, jetzt haben wir auch eine Karte. Ja, hier gibt's nichts. Aber das ist kein Zombie. Er weiß, was er will und er hört nicht auf, bis er es kriegt. Gefallen dir solche Männer nicht? Wieder da, sehr schön. Du kannst ihn haben. Terminator X. Hör zu, ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Naja, Nemesis, ja, könnte man, ne? Könnte man schon fast sagen. Mein Terminator, die kann man ja auch töten. Ihr seid für das alles verantwortlich. Die halten nur eine Menge aus. Wir sind nur hier, um zu helfen. Was hast du gegen Umbrella? Was hast du gegen Umbrella? Oh mein Gott. Deine Firma ist für diese Infektion verantwortlich. Ja, über den ganzen Kram weiß ich nichts. Ja, ja. Du brauchst mir ja nicht zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Komm, hier geht's lang. Siehst du? Und wenn wir mal an eine Tür gehen, die zugeschlossen ist, ja, können wir nicht einfach so auflatschen wie er gerade. Da müssen wir erst einen Schlüssel suchen. Naja, es ist fast 12:30. Naja, boah, ich hasse Clowns. Ja, Terminator. Hier soll es ja auch so eine Kisten geben, die man kaputt machen kann. Ah, hier, guckt mal. Mega Man. Die ganzen alten. Cool. So. Hey, Captain. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos,
Du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Nö. Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS-Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett ab... isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur. Untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Naja, der ist angestellt nicht bei Umbrella. Ne? Aber was ich mich frage, hier außer Darf Carlos natürlich, aber ansonsten sind ja in denen hier sein Team wir tun alles, die meisten Russen. Ne? Wenn wir diese U-Bahn im Garten und Amerika und Russen, können ne? wir Hallo? Überlebende evakuieren. Das ist schon komisch. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlagen zuerst. Ich denke mal, die haben... Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Ist gut. Ist gut. Ich guck trotzdem mal, wenn du nichts dagegen hast, hier nochmal ein bisschen... Na? Ich hab ihn ordentlich zugesetzt. Ich werd's überleben. So. Ah ja, hier. Munitionshandbuch. Ja, zweimal normale Schießpulver ist Pistolenmunition, Schießpulver plus hochwertiges Schießpulver ist Flintenmunition und zweimal hochwertiges ist Magnummunition. Ja, das ist also so geblieben. Kennen wir ja. Na gut. Aber ich glaube, wir haben ja nur später noch mit Carlos... Ich glaube, den können wir dann auch sogar steuern. Für eine Weile. Wenn das so ist, wie im Originalteil, ne? Ich dachte, hier gibt es noch mehr zu lesen. Gibt's auch. Der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterberg, sobald du bei der Hauptstraße bist. Rekonstruieren. Beeilen wir uns. Ich dachte, das ist hier vielleicht eine Karte oder so. Aber wahrscheinlich hat man hier schon automatisch die Karten. Könnte ja sein. Oh ja, endlich mal ein bisschen was. Pulver. Ah ja, hier die Dinger meine ich. Und da kann man... mischen. Ja, hier könnte man eigentlich auch schon mal. Wir haben ja erstmal sowieso nur die Pistole. Ah ja, 15 Schuss passen rein. Und wir werden uns wieder Zeit lassen, ne? Ach so, das ist hier mit Dietrich oder ein Schlüssel. Brauchen wir dafür?
Okay. Ja, Kräuter, da brauche ich nicht viel sagen. Das ist so geblieben. Kiste. Ja, können wir schon mal das ablegen. Ja, den Rest eigentlich nicht. Können wir schon mal einmal speichern, das erste Mal. Aber Umbrella und die Stars haben ja nichts miteinander zu tun. Naja, aber Umbrella weiß alles über die Stars. Na, sind ja nicht blöd. Ach ja, und hier, das ist, glaube ich, das, wo man die bunten Steine reinmachen muss. Was könnte ich starten, wenn ich das Richtige genau auch immer einlege? Dachte ich mir auch gerade so. So, tun wir aber mal hier ein bisschen sortieren. So. Und Peter, jetzt renn mir nicht die ganze Zeit vor der Nase rum. Schön, dass du wach bist. Aber hier liegt nichts weiter. Doch, hier liegt noch was. Ach so, das ist ja... Moment. Ach so, der Koffer und... Ja, das, okay. Alles klar. Der Überlebende. Wir müssen die Bahn in Gang kriegen. Weiß, seht ihr ja da hinten den großen Kopf, ne? Die Figur, die da. Da soll es so kleine Figuren von geben, die man abschießen kann. So, und schauen wir mal, lassen wir mal den Zombie. Wir müssen ja hier nicht alles töten. Ja, der wandert jetzt da vorne irgendwo rum. Ah, hier. Ah, schmeckt's dann auch? Oh. Ja. Ich müsste aber aufpassen, dass der hier nicht. Ah, Mist. Vorbei. Ich glaube, man kann die auch so ein bisschen drängeln, ne? Schubsen. Auf jeden Fall will ich so wenig wie möglich töten. Eher so, es sei, ich habe genug Munition, ne? Aber man sieht ja, wie oft man daneben schießt. Ach, hier kommt man auch nur rein, wenn man einen gewissen Schlüssel hat. Hier? Ah, da brauchen wir so eine... Alles klar. Hört ihr mal auf, da so einen Krach zu machen. Der steht bestimmt auch bald wieder auf. Carlos, ich habe die Hauptstraße erreicht. Siehst du einen großen Strommast? Das ist das Unterwerk. Zu kommen, musst du durch die Gasse rechts von dir. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du wird doch bestimmt mit etwas Feuer. Das Einzige, was du brauchst, Hitman, ist die Steueridentifikationsnummer. Das ist das Einzige. Naja, lassen wir die mal herkommen. Du musst das löschen. Ah ja, hier brauchen wir einen Schlauch. Eine
So, in Fässern können wir die naheliegenden Zombies natürlich erledigen. So. Da ist eine Olle. Wir wollen nichts von dir. Aber ich glaube, ich muss sowieso erstmal dahin. Gehen wir erstmal hier hoch. Immer schön die Zombies ausweichen. Ah ja, gibt's einen Tresor. Kennt ihr die, ich hatte hier irgendwo von der Demo noch die Zahlen. 937. Nee, falsch. Wir probieren es einfach mal. Kann natürlich sein, dass sie das geändert haben. Auch wieder falsch. 9. Ach Mensch. Wird's jetzt heute noch mal? Neun. 3, 7. Das haben die tatsächlich so gelassen. Naja. Soll mir zugutekommen, sag ich mal. Ich denke mal, das ist hier für die Waffe. Genau. Und wieder lesen. Wir denn jetzt schon wieder zweimal, ja. Aber vielleicht finden wir ja bald ein größeres, dass wir schon Schrotmunition machen können. So. Ich höre doch hier ein. Na, schlechter. Boah. Mal voll zerflattert. Ja, ich will ja auch, wenn es geht. Wenn es gehen würde, würde ich natürlich alle töten, ne? Alle Gegner. Aber ihr wisst ja, wie knapp die Munition dann immer ist, ne? So, jetzt sind wir einmal hier rumgelaufen. In der Tasche ist auch nichts. Okay. Aber wir spielen das schön. Ja, hier kann ich rein, dann gehen wir noch mal da unten gucken. Ja, hätte ja sein können, ne? Dass da noch was liegt. So. Ich frage mich gerade. Schüsse, also der hat 3 Kopfschüsse. Steht er dann wieder auf? Und könnt ihr natürlich jetzt auch noch mit dem Messer hier. Du bleibst schön liegen, Freundchen. Weil das Messer, wie gesagt, das wird nicht abgenutzt hier. Das ist ja das Schöne. Okay. Kommen wir hier rein? Oh, hier kommen wir sogar rein. Nee, Moment mal, von hier kamen wir doch, oder? Nee. Okay, der ist wirklich tot. Moment, aber ich will mich... man weiß gar nicht, wo man zuerst gucken soll. Ja, ich glaube aber, wir müssen hier hin, ne? Na gut, gehen wir doch erst wieder rein. So, der ist wirklich tot gewesen. Ah.
Nein, du sollst. Ich steche ihn eine Sicht hier. Saße. Ah, guck mal, den Schlauch, den brauchten wir doch. Büro, Büro und noch mehr zu lesen. Oh nein, da ist die Schrotflinte. Wir brauchen aber den Seitenschneider. Handgranate, nice. Habe ich aber keinen Platz mehr. Mischen wir mal. Und ich denke mal, die kann ich doch hier mit rüber packen, ja. Und da haben wir wieder so einen. Ich frage mich gerade, was man dazu braucht. Ob man da einen Dietrich finden muss. Da müssen wir uns unbedingt vormerken, hier den Raum. Da war ja nichts, ne? Das war ja nur der. Die Tür ging auch nicht auf, ne? Doch, ging sie. Das muss das Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Aha. Ach ja, sie soll ja den Strom anschalten, ne? Boah, Donuts. Wie lecker. Keine Reaktion. Ja, hier haben wir auch bloß wieder so einen Koffer mit so einem verschlossenen Teil. Also mehr können wir hier, glaube ich, nicht machen. Na gut. Gehen wir mal hier nach hier lang. Ah, hier steht wieder ein Fass. Das ist ja wieder ein Land. Ey, ihr. Kommt ihr mal her? Warte mal. Kam von hier keiner? Nee. Gut erledigt. Gut durchgegrillt. Naja, da könnten wir durch. Könnten aber auch hier hinten durch. Uiuiuiui. Musste mich so erschrecken. Officer, Sie haben da was. Ja, hast du. Elender. Schuft. Haben die Amerikanischen, haben die nicht einmal eigentlich eine Schrotflinte da vorne so zwischen Fahrer und Beifahrersitz so geklemmt? Soweit ich mich erinnere schon. Ach ja, und hier gibt es das nicht mehr, dass man, wenn sie einen angreifen, dass man dann eine Blendgranate oder eine normale Granate denen ins Maul steckt. Das gibt es hier nicht mehr. So, dann hatten wir ja nur noch hier. An der Bar, da steht sie ja. Munition. Wir schauen uns hier einfach mal um. Da ist wieder so ein. Also hoffentlich gibt es bald mal einen Dietrich. Ah. Ja, leider, oder muss ich, tut mir leid, ich muss leider noch mehr. Ach nö, aber ein Platz ist frei. Genau, Objekte untersuchen, das kennen wir ja schon. Ach, und da haben wir den ersten roten.
Das grüne Kraut kann ich leider jetzt nicht mitnehmen. Aber das ist ein Safe-Raum, das ist ja gut. Das ist ja wie gemacht. Dann packe ich mal die Muni weg. Die Granate, sowas brauchen wir doch jetzt nicht. Den Schlauch bräuchte ich dann. Stein können wir ja auch erstmal wegpacken. So. Und speichern. Ja, wenn du mal drei Plätze und die überschreibe ich dann jedes Mal. Mal schauen, ich denke so zwischen 12 und 13 Uhr. Also Hitman, wann geht's los morgen? Aber da bist du echt schon weit gekommen bei Returns hier, ne? Muss ich schon sagen. Ach so, ich könnte ja jetzt... Moment. Wir könnten ja jetzt hier... Hey, lass mich. Wir könnten ja jetzt das aufheben. Vielleicht schaffen wir es ja hier mal ein bisschen mehr zu sammeln. Und ich, also im zweiten Teil, das war ziemlich wenig immer. Und knapp. Oh. Ach, jetzt bin ich hier. Ah ja. Okay. Hier liegt aber auch einer rum. Okay, der scheint tot zu sein. Der da? Okay, die rührt sich auch nicht. Stimmt, wir müssen ja sowieso da hoch, ne? War ich ja vorhin nicht gucken. Nochmal Pulver. Wollt's mal nicht übertreiben? Nein. War das jetzt noch mal? Wir kamen von hier hinten. Boah, was ist denn los? Na, das kriegen wir doch anders hin. Da stehen jetzt. Da war ja zu gewesen. So. Bang. Keine Bewegung. Ach so, das war ja hier gewesen. Alles klar. Ach, der braucht wahrscheinlich bloß noch einen. Da hast du Nase weggeschossen, so. Und Auge raus. Komm her. Herzstich. Nein, hier wird nicht mehr aufgestanden. Du hast dein Leben verwirkt. Axt
akzeptiere das. Aber man kann sich hier auch echt verlaufen, ne? Irgendwie. Finde ich. Sieht alles so gleich aus. Naja, hatten wir hier eine Kiste? Aha, wir hatten hier eine Kiste. Würde ich mal sagen, dass das schon mal und das schon mal da reinkommt. Und wir den Stein hier schon mal einsetzen können. Ja. So. Benutzen. Es macht schon richtig Spaß, aber wenn ich dran denke, was noch alles kommt. Und man kriegt wohl Geschenke, wenn man jedes Mal einen Stein bringt. Also zwei fehlen noch, blau und grün. Oh, aber die Granaten, die sammle ich mal, ne? So, jetzt kommen wir zum... Können wir nochmal speichern? Ich drehe mir mal schnell eine. Schau dich jetzt auf dem Handy. Im Kleinformat. Ich habe aber heute auch das erste Mal bei YouTube von Zockerderns ihren neuesten Top Rider Part. Den habe ich mir heute auf Handy mal angeguckt. So schlimm ist das gar nicht. Wenn man das quer hält, ne, ist ja auch ziemlich groß. Da konnte man ja auch bewerten, alles, ne? Alles. Ja, die Handys heutzutage, die sind schon toll, die Smartphones. Was man da alles machen kann. So, was haben wir denn jetzt dabei? Den Schlau? Ja, ist okay. Und dann mussten wir wieder, musste ich da dann wieder zurück jetzt? War das nicht mit dem... War das nicht mit dem Schlauch draußen? Ah ne, ich glaube wir mussten zurück. Na, wir schauen mal. Boah, wie sieht der denn aus? Aber es sieht so aus. Ja, das könnte ein Actionfilm sein. Dass die Stadt hier auch überwiegend auf Horrorfilme steht. Naja, wir werden sehen. Ich hoffe mal nicht, dass Nemesis hier wieder zu schnell auftaucht. Aber dass hier nur ein Schriftstück war, ne? Hier liegt so viel Zeug rum. Kaugummis. Der sieht auch aus, als ob er hier gerade geöffnet hätte. Alles schön frisch. Naja. Ja, suchen wir mal jetzt da, wo es gebrannt hat. Das Gitter. Aber ich möchte sagen, das war nicht hier unten. Nee, hier sind wir ja beim U-Bahn. Nee, da wusste ich doch, ich renne falsch. Das war draußen irgendwo. Aber ich werde mich wahrscheinlich öfters mal verlaufen. Ist ja nicht so schlimm. Das kennt ihr ja schon von mir. Wenn man das Spiel auswendig kennte, ja, so vermeidet man dann mehrmals auf die gleichen Zombies zu treffen, ne? Aber ich habe immer das Pech, dass ich die dann letztendlich alle töten muss. So. Wir sind hier lang. So, dann müssen wir jetzt bloß hier irgendwo den Zaun suchen, der... Ach so, da konnte man gar nicht. Ach, da mussten wir hier. Genau, wir mussten hier. Oh, hier haben wir... Ja, bei so einem Enggassen ist immer besser, wenn man alles tötet. Das stimmt. Also ich suche hier so eine Tür hier, wie die hier. Da hat es dahinter gebrannt.
Soccer Dance ist auch Let's Playerin. Die macht aber nur YouTube, ne? Und dann auch nicht jeden Tag Videos so hin und wieder, ne? Aber ja, meistens nur Top Rider oder Hitman hat sie mal gemacht. Aber meistens Top Rider. So ab die Top Rider Spiele von PlayStation 2. Weil die ganz alten, die wie ich sie gemacht habe, die hat sie noch nicht gemacht. Weiß ich nicht, die macht sie wahrscheinlich auch nicht. Weil ich musste sie ja auch mit einem Emulator machen, ne? Teilweise. Hier, das habe ich gesucht. Löschen. Gut. Ja, wenn Jill den Schlauch schwingt, ne? Hier hast du was vergessen, Jill. Da brennt noch ein bisschen was. Ach, guck mal. Wir haben den Seitenschneider. Wisst ihr was? Da bin ich gewillt eigentlich. Ist jemand hier drin? Naja, die lass ich noch zu, die Tür. Muss man eigentlich mit einem Seitenschneider hier die Dinger aufmachen? Nee, wäre zu schön gewesen. Benutzer! Nee. Oder mit einem Messer vielleicht. Nee, auch nicht. Oder kann man die aufschießen? Wir müssen das mal testen. Nee. Aufschießen ist auch nicht. Ich denke mal, da müssen wir irgendeinen Dietrich finden. So, da wir jetzt den Seitenschneider nämlich haben, sieht's schon ganz anders aus. Da könnten wir bei einigen Dingern rein. Wie zum Beispiel hier, ne? Ja, hier war er auch schon. Und hier haben wir schon wieder das nächste Kästchen. Der blaue Stein. Toll. Aber wieso hat sie denn keine Taschenlampe? Ach, hier haben wir einmal Großes. Ein Heilspray. Ja, mehr kann ich schon nicht mitnehmen. Wehe, hier liegt noch was. Ich warne euch. Ja, hier kann ich nicht hin. Einmal rum hier ran sind wir. Ja. Naja, immerhin. So, da drüben lag ja dann gehe ich ja wieder zurück, ne? So, wir waren jetzt da hinten, war das mit dem Schlauch. Lass uns mal schnell dahin rennen, damit ich an die Kiste komme. Einiges ablegen. Das große Pulver auch mal. So. Geht's wieder los, die Sammelei und die Hin- und Herrennerei zur Kiste, Wenn man, vielleicht kriegen wir ja bald auch ein paar Plätze. So, jetzt hatten wir den Raum, aber es gab hier noch mehr, das weiß ich. So, was mit euch hier? Hm? Ihr wollt ja gar nicht. Ach komm, wir gehen hier lieber lang. Ich glaube, auf dem Weg gab es einiges, was man aufkneifen konnte. Hier konnte man auch noch lang. Ich vorhin gar nicht gesehen. Da ist auf jeden Fall erstmal eine Kiste, das habe ich gesehen. Ah, ja. Rotes Kraut. Aber da höre ich irgendwas. Sag mir nicht, dass das Hunde sind. Nein, wir gehen doch erstmal auf die andere Seite.
das, was wir da, wo wir schon gewesen sind, wo wir hundertprozentig wissen, dass da. Kommen wir nämlich auch wieder zur Schrotflinte, glaube ich. Dumme Sau. Sollen das? Der ist aber neu hier drin. Ich weiß ganz genau, dass der Raum vorhin leer war. Ach, und ich hasse das. Guck mal, wir sind jetzt schon leicht angeschlagen. Das war nämlich der da. Ich bin mir ganz sicher. Hier drüben. Alter. Tritt doch auf den Kopf. Macht sie nicht. Wieso nicht? Freund. Da habt ihr. Na, hier in dem Laden. Da gab's. Waren wir hier schon mal? Nee, ne? Irgendwie. Nee, hier waren wir doch gar nicht. Der letzte Song heute Nacht sein. Dreht den Regler ganz nach oben, gebt eurem Liebsten einen Kuss und sagt der lieben Welt adieu. Hier kommt der Nacht. Halt, da liegt doch was. Nee, ich bin mir sicher, dass wir hier noch nicht drin gewesen sind. Das muss da auch gehen. Zappel nicht. Das nur zu deinem Besten. Ah, jetzt haben wir hier zum Beispiel, ne? Könnten wir schon mal Schrot draus machen. Aber dann doch nicht weiter. Ich guck mal hier hinten noch. Ah ja, hier ging es zur Schrotflinte, glaube ich. Da ist er nämlich. Ich sehe sie schon. Aber ich befürchte, dass wir zwei Plätze brauchen.
Her mit dem geilen Teil. Ach ne, ein Platz. Ist ja super. Ah ja, die trägt nur vier Magazine. Okay. So, das war ja wieder so ein. Wenn wir erstmal die Triche haben oder ich weiß ja nicht, kleine Schlüssel vielleicht. Hat man noch ganz schön zu tun. Hier war nur der Koffer, okay. Aber umso öfter man irgendwo hinrennt, umso schneller prägt man sich das ein. Nein, 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 nein. Du wirst jetzt so sterben. Verbraucht. Schwein. Oh, ich glaube, der ist tot. Chill, chill. Kann auch sein, dass sie jetzt wollten, dass man mit der Schrot, aber nein, die werde ich mir. Die ist auf jeden Fall gut, wenn viele. So, wartet mal hier. Waren wir da schon? Ja, hier waren wir. Ich gucke erst mal hier drüben. Ach so. Bin mir nicht sicher, ob wir hier an der Seite waren. Nee, da waren wir noch nicht. Bin ich mir ganz genau. Okay, gehen wir noch mal hier reingucken. Waren da nicht noch mehr mit Kette verschlossen? Sonnenschrank? Ach, hier war C-Raum. So, haben wir wieder eine Heilung dabei. Aber Plätze, also Plätze sind ja nicht gerade viel, ne? Naja. Egal. So. Ach so, dann sind wir hier rausgekommen. Okay, dann sind wir schon eine Runde rum. Aber da muss doch noch mehr. Also ich hatte irgendwie mehr in Erinnerung, dass hier mehr zum Aufkneifen war. Wir laufen nochmal dahin. Ach, hier ist zu. Ah. Weil wir das aufknipsen müssen. Nee, noch brauchen wir den, glaube ich. Was ist mit ihm hier? Ja, ja. War ja klar. Schön in der Sackgasse, ne? Das Hunde? Nee, aber mehrere. Genau so meine ich das. Ja. Komm schon, die lebt doch noch. Nee, anscheinend doch nicht. Laden wir mal nach. Handgranate. Und
Koffer, den wir mal öffnen können. Mit Schrotmunition. Naja, wer hätte es gedacht? Ach, man hätte hier auch, ne? Naja, vielleicht müssen wir hier nochmal hin irgendwann. So. Dann hätten wir das auf. Da hinten war ja dann nur noch das da oben. Aber es muss irgendwo noch eins gehen. Ich könnte jetzt eigentlich sagen, jetzt reicht's, ne? Jetzt reicht's. Das habt ihr nicht umsonst gemacht. Ah ja, der hatte keinen Kopf mehr. Okay, das war... Der war das. Ich wollte nämlich mal... hier gucken, was das ist. Ach so, ich glaube, da kann man gegenschießen, dann kommt, wurde da Strom. Ja, alles klar. Total verpeilt. So, da oben waren wir ja. Naja, falls wir hier nochmal tausende Mal lang müssen. Wie ich das hasse. Naja. Ich glaube, so knapp mit Heilung ist das jetzt hier nicht. Ja, gerne diesen, aber der war mit so einem Schloss. Und hier waren wir schon drin, ne? Das war der, ja. Und hier drüben. Ach so, ja. Wieder zurück. Kam man eigentlich nicht zu den... Na egal. So. Wir können schon mal den blauen einsetzen. Dann fehlt ja bloß noch ein Stein, ne? Ich glaube, das ist eine Schrotflinte, ja. Ach. Und sie benutzt immer noch einen Platz bloß. Sehr schön. Machen wir mal so. So, den brauchen wir irgendwo noch. Die Granate könnte ich mal weglegen. Die sammeln wir mal für Nemesis oder so. Ein grünes. Ja. Ein grünes nur. Da müssen wir sammeln. So, jetzt weiß ich gar nicht. Mussten wir unten noch irgendwo? Vielleicht auf dem Weg nach unten? Brauchten wir da vielleicht noch? Na, hier ist ja wieder mit Dietrich. Aber vielleicht gab es ja noch unten irgendwie.
einen Raum, den wir aufkneifen müssen. Also hier nicht. Wir gucken einfach mal. Wenn nicht, dann müssen wir nochmal losrennen. Vielleicht in der Ecke? Nee. Vielleicht auch weiter vorne, ne? Ich hab Carlos geschickt, die Schienen frei zu machen. Er gibt ihm auch Gelegenheit, den Kopf frei zu bekommen. Was ist das für eine Kiste hier? Es könnte sein, dass hier auf der Seite noch irgendwo... Wir gehen einfach mal gucken. Ach, ich kann mal gar nicht mehr zurück. Dann haben wir doch wohl irgendwo einen übersehen. Wo macht er denn die Schienen frei? Ich sehe den gar nicht. Wir doch mal nochmal die Stadt durchsuchen. Ach so, ich weiß jetzt, wo wir noch nicht waren. Ich weiß es. Hier hoch. Und die Seite hier. Ich glaube, dann nehme ich lieber die Schrot, wenn das Hunde sein sollten. Obwohl. Ganz schön dunkel, ne? Aber ich glaub mir, bei mir ist auch genauso dunkel. Pulver. Ich frage mich, wann die ersten Hunde kommen, weil... Hier, Uber. Das ist bloß eine Abkürzung. Ist die vielleicht den Zaun umschubsen? Nee, ne? Aber hier hatten wir doch alles mitgenommen, oder nicht? Ach so, hier war ja auch noch ein Raum, den wir aufgreifen mussten. Stimmt. Stimmt ja. War den hier. So, war das der letzte? Ja, da steht nämlich. Wartet mal.
Eigentlich. Ach so, jetzt haben sie nicht ein rotes Häkchen, jetzt haben sie gleich eine Mülltonne dahin gemacht. Bist du UBCS? Ja, Vorsicht, Vorsicht. Komm, schau mich nicht so an. Ich bin nicht infiziert. Okay, nein, 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 bitte! Was soll das? Er war infiziert. Vielleicht war er infiziert. Ihr Stars seid zimperlich. Darum sind so viele von euch tot. Und was bist du, UBCS? Bringst deine eigenen Leute um? Er hätte sich verwandelt. Wo ist dein Überlebensinstinkt? Geh zurück zur U-Bahn-Station. Wir brauchen kein Weichei wie dich, das uns behindert. Weichei? Ich zeig dir gleich mal, was hier ein Weichei ist. Komm sofort zurück. Naja, der Arme. Aber ich glaube schon, dass er... Ich denke auch, dass er infiziert war. Dass, wenn er sich beißen lassen hat, ist ja meistens so, ne? Schönen guten Abend, Razumov. Na, alles schick bei dir? Hab ich gerade gesagt, schönen guten Morgen, dann tut's mir leid. Ich meinte, schönen guten Abend. Alles gut. Ja. Oh, was mit dem hier? Okay, der... scheint nicht mehr so zu leben. Hätte ja sein können, ne? Auf jeden Fall hat hier irgendein Kind gemalt. Uiuiui. Okay, da kommen wir wahrscheinlich nicht rüber. Notiz eines Elektrikers. Generatoren für die freie Nutzung. Bereitstellen von Elektro. Wenn diese Geräte stößen. Ach so, das ist das, was ich vorhin gesehen habe, wo ich dachte, dass ich da einen grünen Knopf drücken kann. Da vorne, ne? Oh, hört ihr das? Hunde. Ja. Oh, Hundis. Nö, nö, nö. Oh, so ist am besten. Schön schlafen, Dobermänner. Ich hasse Hunde in Resident Evil, weil man die immer so schlecht treffen tut, ne? Außer hier, da hatten sie keine Chance. Da mussten sie ja, ne? Hier. Aber habt ihr gesehen, die haben zwar einen Stromschlag gekriegt von dem Teil da, aber gejuckt hat es den letztendlich ja auch nicht so, ne? Ja, was mit euch? Ihr bleibt da, ja? Ja, Polizeiautos, das kennen wir ja schon, ne? Kommt da einer raus hier? Geh natürlich immer erst da gucken, wo es am dunkelsten ist. Deswegen. Pulver.
weiß gar nicht, nee, gab es denn in den alten Teil schon die Kisten? Nee, ne? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall wurde jetzt automatisch gespeichert. Ah. Okay, Alter. Keine Lust. Okay, du auch. Ich glaube, die ist tot. Sie ist tot. Aber die Dicken hier, die halten viel aus. Warte mal, war da noch einer? Nee. Yay, voll den Kopf weg. So. Ja, Schrot ist einfach die beste, ne? So, hier gibt's nichts. Nix. Erst hier unten. Aha. Okay, den kennen wir noch nicht. Aber den. Hä? Achso, da war nichts drin hier. Naja, das Pulver würde sich jetzt auch wieder nicht lohnen, erstmal, weil wir genug Pistolenmunition dabei haben. Ach, ein rotes Kraut. Ich lasse es erst mal liegen kurz. Will nur gucken, ob ich vielleicht hier irgendwo ein grünes. Denn stinkt. Ah, ich sehe es jetzt. Hier diese rangekleisterten. Und da haben wir ein grünes. Wechsel, haha, grün. Hatten wir das nicht schon mal? Zwei grüne, aber ich gehe jetzt das rote noch mal holen und gleich mischen. So. Hier konnte ich ja nichts machen, ne? Ach, speichern konnte ich hier. Ach, guck mal. Was liegt denn hier? Hab ich gar nicht gesehen. Na, hallo. Rumschlepper. Na, dann passt es doch wieder. Ich wollte eigentlich hier mal. Hier kann man doch nichts machen, ne? Gut, dann können wir jetzt wieder runter. Das Grüne können wir noch mitnehmen. Hier ist aber auch wieder zu. Ah, da habe ich ein blödes Gefühl. Na gut. Der hat's hinter sich. Was war das denn gerade? Oh mein Gott! Was? Da ist irgendwas aus ihm rausgeplatzt.
ist das jetzt der... Der Dietrich. Jetzt haben wir ihn. Dietrich. Schön. Aber man muss dafür einen Platz, ne? Ja. Ist hier noch was? Man kann die auch hier, ne, zerschießen natürlich. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier selber rumpopeln muss, dass das von alleine... Okay, es geht von alleine, Gott sei Dank. Oh nein, was ist das? Geh schnell rein! Guck doch nicht erst! Ich hab's gesehen. Kann nichts machen, Leute. Was hat die mir da in den Mund reingesabbert? Ist ja eklig. Muss alles raus. Kann das sein, dass ich vergiftet bin? Aber wenigstens sterben sie gleich. Warte mal, wir gehen mal hier hinten lang. Aua! Nein, über mir. Warte mal, kann ich? Ah. Ach so ist das. Das. Das war aber im Originalteil nicht so, ne? Das weiß ich hundertprozentig. Da oben war ich, ne? Nimm sie doch die Taschenlampe. Da haben wir noch ein grünes Kraut. Ja, es wusste nicht. Ich dachte, ich brauche jetzt noch ein blaues oder so. Aber die kriegt auch nicht mehr rum. Obwohl ich glaube, dass da. Okay, ich schaff das. Ja. Ach so, gedrückt halten. Ja, vom Teufel da. Spinnen, ich hasse keine Spinnen, aber diese Spinnen hasse ich schon. Seltsame Viecher, ja, da hat er recht. Sah aus wie die Schwiegermutter? Von wem? Ich finde Alge, ich weiß gar nicht, jetzt bin ich hier wieder unten. Da oben. Ah, da. Ich hab's gesehen. Miststück. Ja, die kleben direkt immer an der Decke. Ist ja widerlich. Waren da nicht zwei gerade? Wo ist die zweite hin? Ah.
Ah. Wir haben genug. Wir haben genug. Keine Sorge. Ich glaube, das haben die auf jeden Fall. So habe ich das nicht in Erinnerung. Ah. Nein, du solltest. Was machst du denn, Jill? Zappenden Viecher. Komm, ich weiß, dass ihr. Ich soll nicht da um die Ecke rennen. Das Stück. Ah ja. Was? Ich bin schon auf Gefahr? Echt jetzt? Die paar Mistviecher. Da ist einer. Ich habe ihn gesehen. Ah, da war einer. Kommt bestimmt gleich hier rumgekrabbelt. Ja. Ja. Da könnte man wieder so ein Ding benutzen. Aber. Ich muss hier hin. Wie komme ich denn da hin? Hier war ich doch schon. Wartet mal. Ach, auf der anderen Seite noch, ne? Da habe ich einen vergessen wahrscheinlich. Genau. Alter! Mach was! Ich glaube, ich muss noch mal auf die andere Seite. Ist aber echt furchtbar, aber ich bin okay. Aber hier war doch bloß einer. Die ging doch gar nicht. Waren die echt alle auf der anderen Seite? Nee. Da hinten. Ach, nicht schon wieder. Oh
nervt, ey, mit den Viechern. Ist ja ekelhaft. Ich sag dir doch. Dani auch eins, ja. Die Frage ist ja, wo ich jetzt... nein, geh hoch! Bist du verrückt? Hier wieder rauskomme. War das hier? Ah. Wo ist der Ausgang? Hier. Oh, ist ja furchtbar, ey. So, wir hatten eigentlich alle angemacht, ne? Würde ich sagen. Ne, hier hinten war ja... Weiter, wir gehen mal. Oder fehlte da noch einer? Ne, 4 von 4. Okay. Okay, jetzt bleibt nur noch der Hauptstromschalter. Boah. Ja, brutzel weg das Zeug. Sehr schön. Da hat uns ganz schön Heilung gekostet. Ich nehme mal eine von denen mit. Und machen uns mal noch ein paar Schrot. Und könnten eigentlich noch ein paar Pistolen Muni. So. Also das möchte ich nie nochmal machen. Auf keinen Fall. Ich hasse Spinnen, also im Spiele. Ne? Was wird nicht verraten? Ach so, wer die Schwiegermutter ist. Hätte man jetzt auch nur mit Pistole machen können. Aber ich finde das einfach so geil, wenn die Schrot mit einem Schuss, ne? So, da können wir doch jetzt eigentlich... Um der U-Bahn fließt wieder. Gute Arbeit. Als nächstes kommt das Stellwerkssystem. Es sollte im Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Okay, ich glaube, ich kenne das Gebäude. Wirklich? Klasse, Partner. Ein Schritt voraus. Bin ich dein Partner. Ich wollte noch mal eben gucken, ob hier vielleicht noch so ein Schrank war. Sieht aber nicht so aus, ne? Nee. Da gab es ja so viele mit diesen gelben Schlössern.
Hier war bestimmt einer. Da hinten. Alle knacken. Stellwerk. Jetzt könnten wir auf jeden Fall in den einen Laden noch rein. Ach, hier war ja nichts. Da konnte man auch nicht lang, ne? Ne. Oh, echt jetzt? Nemesis. Ab jetzt. Echt? Oh mein Gott. Aua! Hör doch mal auf. Sau. Alter Schwede. Das Ding ist noch am Leben. Jetzt ist hinter mir her. Was? Lauf! Komm zurück zur Station! Muss erst das Stellwerk hochfahren. Ach, mein Gott, hab ich mich erschrocken. Wie passend, ne? Naja, wir nehmen aber erstmal das Kleine. Ist ja voll blöd jetzt. Taucht er jetzt andauernd auf. Sag ich doch. Hör auf zu schreien, ey. Was soll denn das? Alter, nein. Ja, jetzt wisst ihr auch, warum man gleich speichern sollte. Ja, ich bin gestorben, weil ich schon im braunen Bereich war. Deswegen. Na gut, nochmal. Also er kommt von da. Dann gehe ich mal besser gleich nach da. Geh da runter. Ganz stolz und munter. Alter, kannst du nicht mal ein bisschen schneller rennen? Der Arsch ist ja voll Kacka. Ja, zweimal haut er mir in die Fresse. Nein. Ich will keinen anderen Schwierigkeitsgrad. Ich will aber das Heilspray nicht jetzt schon verschwenden. Blöd, dass sie nicht, also das ist schon das Schnellste, was sie rennt, ne? Schneller kann sie nicht. Kommt ja nun mal von da. Vielleicht muss ich nach da. Ich wollte ja sowieso da in den Raum.
Ja, jetzt muss ich es nehmen. Aha, er ist hinter mir. Ja, nehmen wir mit. Okay, kommt er hier rein? Nee, ne? Ah, hier, diese Figuren meine ich. Die kann man abschießen. Checkpoint Charlie. Boah, wartet der jetzt da draußen? Hier ist doch bestimmt. Der letzte Stein. Also müssen wir auf jeden Fall dahin. Dahin. Er kommt, oh! Schnell! Nein! Hör auf hier! Blöde Mist! Made, wo kommen denn die ganzen Zombies auf einmal wieder her? Das ist ja furchtbar. Ja, Stars. Nix Stars. Runter hier. So, hier kommt er nicht rein, das weiß ich. Sehr schön. Obwohl ich das anders in Erinnerung habe mit den ja, Heilung haben wir ja mal nicht. Ja, doch, eine noch, aber die möchte ich echt nicht benutzen. Das speichere ich lieber hier nochmal. Ja, zwei neue Slots noch dazu. Ach, nee, wir müssen jetzt hier runter. Im alten Teil, da konnte man auch sich entscheiden, ne? Zu fliehen oder zu kämpfen. Oder war das nur auf Hardcore? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, das war nur auf Hardcore, ne? Aber das Stellwerk... Ich hoffe mal, das ist hier unten. Strom geht ja wieder, ne? Jill, danke. Ich weiß, du wirst diese Leute nicht enttäuschen. Aber das Stellwerk? Oh nee, jetzt sag bloß, ich muss doch noch mal. Ich ahne ja was. Ja, ja. So, wartet mal, wir gucken mal hier. Stellwerk. Ach so, das ist die Karte. Wie wechsle ich? So. Da hatten wir auch was vergessen. Warte mal. Aber die, hier kamen wir doch gar nicht mal rein. Ach, da bin ich auch gar nicht. Ach, hier in den Raum war ja auch noch was, ein Koffer. Na gut. Ja, das Stellwerk ist natürlich nicht hier unten. Schön, aber ich wollte unbedingt mit dir nochmal reden, weißt du? Hast so einen schönen Dialekt. Im alten Teil, da hat man sich halt weggelacht. Der russische, englische Dialekt. So, ich hätte gern eine Cola und ein paar Brezeln, ja.
Hallo, ist hier keiner? Ah, kein Service hier, was hier los ist. Stellwerk, den Koffer meine ich hier. Mach mal auf das Ding. Ach, ich weiß schon wo. Ich kann mir schon denken, wo. So, wir speichern aber noch mal. Und zwar, der ist doch hier draußen, ne? Ja. Obelino. Der haut mich hier auch gleich wieder. Na, warte mal, da kann ich ja auch. Ich werde bestimmt gleich sterben. Ich will aber mal was gucken. Ob wir hier noch. Ah ne, hier ging es nicht weiter. Okay. Ja, mach doch! Mir doch egal. Komm schon. Weiß ich wenigstens, wo ich nachher dann schnell hinrennen muss. So, da drüben waren wir ja. Ach, hier ist er wieder. Autsch, das war's. Einmal zu viel in die Fresse gekriegt. Naja. Ja, ich höre ihn. Das tut mir leid. Heilung ist wohl wieder voll begrenzt. Warte mal, er kam doch. Und wo kam er dann? Kam doch von da, ne? Ja. Mann, hör auf jetzt. Was macht der immer? Springt der über einen rüber oder was? Gehen sie weg. Stars, sagt er eben mal. Stars. Ja. So, ich hoffe mal, der kann hier nicht die Treppen hoch. Ach, kann er natürlich. Klar. Uns geht's schon wieder total scheiße. Habe ich gar nichts gekonnt eigentlich. Jetzt sind wir wieder hier. Ach nee, doch. Wir sind hier. War hier nicht auch? Wartet mal. Hier war das. Na, ich heile mich mit Absicht jetzt erst. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Hier kommt er auch auf jeden Fall hin. Nee, hier war ich doch. Hier war das doch mit den. Na, hier muss ich nicht hin. Wir sind schon wieder auf Gefahr. Egal.
Jill, du hast es nicht leicht, aber leicht hat's dich. Wir gucken mal, was wir da machen können. Ich wollte hier auf die Seite. Ja, sicher. Sicher, sicher. So, war hier nicht. Draußen, aber hier war doch, war hier nicht, ah nee, Sackgasse, stimmt. Ah, da kommt er wieder. Ja, nicht nur er. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass auf normal schon so hart ist. Ja, mit den 7-Meilen-Stiefel, aber ehrlich mal, kannst du das große Ding nicht töten? Töten kann man das jetzt noch nicht. Man kann den, dass er eine Weile kniet. Aber da verschwende ich ja einen Haufen Munition, weißt du? Und das möchte ich nicht. Interessant, interessant. Also hast du ja gesehen, wo der Carlos mit Raketenwerfer auf ihn, da ist er dann so gekniet kurz. Da bleibt er dann ungefähr 10 Sekunden vielleicht. Und dann ist vorbei. Wie gesagt, ich habe zwar noch ein Heilspray, aber nö, will ich nicht. Ja, danke. War echt nett von dir. Aua. Ja, sicher, Mann, Alter. Geht's noch? Ihr ollen Scheißer. Ja, und er mit seiner Schnur. Das. Ja, ich will das aber nicht auf leicht stellen. Was meint ihr? Oder soll ich auf assistiert? Da hält man wahrscheinlich ein bisschen mehr aus. Spielspaß, ne? Ihr entscheidet. Bleiben wir auf normal oder... Einmal noch. Okay, einmal noch. Aber dann drehe ich mir jetzt noch eine. Also, er taucht manchmal, bei dem einen Mal ist er da gar nicht sofort aufgetaucht, ne? Und wenn du dann noch von den Zombies festgehalten wirst, ist natürlich auch scheiße. Wir könnten es natürlich mal versuchen, ihn ein bisschen zu beschießen. Wisst ihr, wie ich meine? Warte mal, wir haben... Einen Platz haben wir noch frei. Wir könnten die Granaten mitnehmen. Ja. Könnten auf ihn Granaten schmeißen.
Vielleicht tut ihn das ja ein bisschen. Na, schauen wir mal. Hält ihn, glaube ich, nicht lange auf. Aber Moment mal, der hat doch. Ich wollte gerade sagen, der hat doch Waffenteile. Lässt er doch fallen. Ah, dann ist das hier auch normal auch so. Und die kriegt erstmal eine neue Frisur. Hört er den? Der läuft, glaube ich, schon wieder. Ja. Sau. Ja, man kann ihn aufhalten. Ich weiß auch. Ah ja. Komm schon, Mädel. Das gibt's doch gar nicht. Ja, man muss halt hin und her probieren, ne? Okay. Man muss halt... Aber ich glaube mal, dass man auf leicht von ihm nichts kriegt. Und ich glaube, eine Granate hätte ausgereicht. Den Koffer schnell schnappen... Die Zombies, die im Weg stehen, mit Schrot schnell weg. Ja, ich glaube, das könnte funktionieren. So. Aber ich bin nicht gewillt, das Heilspray zu opfern. So, wir machen mal hier. Das war schon mal ganz gut. Wo kommt er? Da kommt er. Ah, seht ihr? Mein Koffer! Geh weg! So, jetzt machen wir auf Schrot schnell. Ja, ich weiß, uns geht's nicht gut. Haha, hättest du so gedacht, wa? Schnell nachladen, schnell wieder auf Granate. So, wo ist er? Wo kommt er? Kommt er hier? Dann müsste hier irgendwann kommen, ne? Komm schon! Dann gehen wir da erstmal rein. So, und gucken wir, was er uns hinterlassen hat. Ah, ein verlängertes Magazin. Sehr schön. 33 Schuss passen da jetzt rein. Und sie hat doch eine Taschenlampe. War hier nicht... Ah ja, hier war auch noch. Na, wie herrlich. War hier nicht... Irgendwo war da noch ein Raum... wo auch nur so ein Kasten war, ne? Können hier aber... Weil das war jetzt gar nicht mal so schlecht. Granaten haben wir. Können ihn noch dreimal ausnocken. So, ja. Wir müssen aber Heilung finden. Von der Feuerwehr. Ich weiß, sie haben Angst, aber hört mich.
Aber so oft lässt er nichts fallen, ne? Nee. Nee, okay. So oft lässt er nichts fallen. Zum Beispiel noch im Schrank. Seht ihr das? Schicksal. Okay, hier scheinen wir aber richtig zu sein. Sie hatte irgendwie gesagt, okay. Raus. Carlos, ich bin in der Schaltzentrale. Was ah jetzt? Ja. Super. Jetzt musst du eine Route festlegen. Okay, eine Sekunde. Eine Sekunde? Wir müssen erstmal hier das Ding. Ah ja. Schrot, Munition. Eine Route festlegen. Okay, wo wollen wir hin? Die Bahn steht in Redstone Street. Unser Zielbahnhof ist Fox Park. Fox. Hey, ich bin Supercop. Ich krieg das schon hin. Wie soll man das denn? Ich kapiere das hier irgendwie nicht. Ach so wird das. Nee, das ändert sich auf dem Zettel nicht, ne? So, 01 ist das. Da starten wir. Dann sind wir als zweites. Was soll das heißen? 9? Route konnte nicht bestätigt werden. Bitte erneut versuchen. Ja, ja, ich war ja noch gar nicht so weit. Ochse. 4, 5. Hä? 4 geht bloß. 8 ist auch 01. Wir müssen ja da runter, ne? Das hier ist auf jeden Fall 02. Ist die Frage, was das hier ist. Wir müssen ja nach unten lang. So nochmal. Das könnte eine 01 sein. Vielleicht ist das ja eine 03. Da stimmt doch schon die erste nicht, ne? Auch nicht. Okay. Gibt's da nicht irgendeinen Hinweis? Außer dieser Zettel hier? Mal, wir gucken mal. Ach, da hinten ist ja die große Leinwand, ne? FA 20.
wäre also... Ach so, 2-0, 2-0, 2-2, 4. Dann könnten wir 01 und 02. Bitte geben Sie eine Route ein. Ach so, wenn das... Nee, wenn das... Ach so, der will von da starten, hä? 01 ist da ja angegeben. Ja, dann nochmal 01. Dann aber... 01 03 Ach so, deswegen sind die Verbindung 01 Was hat er gesagt? Von Redstone Street nach Fox Park. 01 Was habe ich dann gesagt? 3 Ach so. Das wäre dann die 1. Aber wir müssen ja runter, ne? Ach so, ja, dann auf 03. 01, 03. 02. Ne, Quark. 01. 03, 01. Hatte ich doch gerade 03. Oder heißt das die roten? Ne, dann 02, 03, 02. Also 2, 3, 2. Was habe ich gerade gesagt? 2, 3, 2. Auch nicht. Ich bin mir sicher, dass das 02, dann fährt er da lang, dann fährt er runter auf die 03. Ja, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, ging aber nicht. Wieso sind da denn Kreuze? So, die 2 stimmt schon mal. Die 3 glaube ich auch.
Moment, das ist doch die 2. So, jetzt verstehe ich. Hier, das hier ist noch nicht. Warte mal, was war das jetzt? FA, RA und SA. FA, RA. Was hat er gesagt? Von Redstone Street nach Fox Park. FA. RA und SA, ne? Gültige Route bestätigt. Carlos, ich bin's. Hab uns eine Bahnroute eingestellt. Jill, du bist fantastisch. Und auch verdammt zäh. Komm schnell zurück zur Station. Wir machen die U-Bahn abfahrbereit. Oh, ich brauchte halt ein bisschen. Ich hab nicht mal an die anderen Dinger gedacht, ne? An die hier FA, RA. Dann ist ja kein Wunder, dass es nicht geht. So, Granate habe ich ausgerüstet, falls der Irre kommt. So. War hier noch ein Schrank oder sowas? Nee, ne? Hier war die Schrot. Hier musste ich gar nicht rein. Oh, was? Dem los. Ist ja voll eklig, ey. Kam der voll aus der Horrorshow? Und die Frage ist jetzt, da ist auch so einer. Eigentlich noch was drinne, was man nicht öffnen konnte. Nee, ne? Okay, noch sind wir gesund. Und hier haben wir noch ein grünes Kraut. Ja, wusste ich doch, dass hier noch was drin ist. Aber jetzt ist hier alles. Wollt ja eigentlich da hoch. Wartet mal. Alter, was hält das Ding aus? Das ist ja furchtbar. Nicht sicher, ob wir da vielleicht durch hätten müssen. Was mit Nemesis? Macht er gerade wieder Pause? Bin mir da nicht so sicher. Halt. Ich glaube, wir kommen am schnellsten hier lang, ne? Oh nein. Der macht das. Hat aber nichts fallen lassen, ne? Doch, hat er. Haha, meine. Du Arschgesicht. Wartet mal. Muss ich hier wieder zurück?
Also ich weiß jetzt nicht, ob wir alles, aber ich denke mal, das meiste haben wir auf jeden Fall mitgenommen. So, dann gucken wir mal schnell, was er uns noch gegeben hat. Ah, ein Schalldämpfer. Sehr schön. Jetzt ist schon fast eine Uzi. Jetzt brauchst du aber auch zwei Plätze. Na gut. Nee, das könnten wir so lassen. Aber ich glaube, wenn man auf leicht spielt, kriegt man das gar nicht von ihm, ne? Hab ich so in Erinnerung irgendwie. Also war es jedenfalls, also ich glaube, in den alten Teilen, da gab es bloß normal und schwer. Und da hat man nur auf Hardcore das gekriegt. Diese Upgrades, Waffen-Upgrades. Ja, und da es ja jetzt hier drei Schwierigkeitsgrade gibt. Läuft nun alles? Ja, fast. Aber wir brauchen noch 30 bis 40 Minuten. Nikolai, wie steht's? Die Stadt wimmelt von diesen Freaks. Keiner kann sich hier rauskämpfen. Warum ist sie hier? Sie hilft, die Bahn zu aktivieren. Schlechte Zeit, Ballast mitzuschleppen, Freund. Sie ist schwach. Schießt nicht, wenn es drauf ankommt. Wir machen mal halblang. Sie wird dein Tod sein. Entschuldigung, Sie sind alle etwas nervös. Ach komm schon, nicht schon wieder. Na, ich glaube nicht, dass ihn das aufhält. Hinter mir her! Hey! Ich verschaffe euch Zeit! Hey! Warte! Warte, Jill! Nein! Ich habe nur eine Granate. Komm schon, du verdammter Stalker! Du willst das? Ich geb dir das! Danke für das nächste Upgrade. So, aber hier komme ich doch nicht weiter, ne? Sehr witzig. Sehr witzig, Jill. Echt witzig. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich habe aber auch keine Granate mehr jetzt, ne? Nee. Das war's mit Eigranat. Kannst du mal nochmal? Na, komm. Ah, jetzt habe ich den Raum zwar nicht noch weiter durchsucht. Aber wir haben ab. Oh oh. Ja, was hat er uns denn gegeben? Schrotpatronen. In der Not gibt's immer Schrot. Ja, dann können wir auch auf Schrot wechseln. Oh, mach die Tür zu. Die ist etwas dick, Jan. Kriegt er nicht so schnell. Carlos, hörst du mich? Carlos! Ich muss einen anderen Ausgang finden. Ah, Safe-Raum. Karte. Eine Karte der Umgebung. Perfekt. Ja, das ist doch super. Das kombinieren wir mal gleich. Ja, ist okay.
kam man denn in den Raum da rein? Moment. Wo ist denn die Tür? Da hinten. Ja, kommt wohl noch. Ist doch da oben. Da brauchen wir auf jeden Fall eine Karte. Bewegt sich nicht. Auch wohl irgendeine Stromquelle. Nein, für mich sieht das aus, als ob der eine Karte braucht. Sind wir wieder in der Scheiße. Warte mal, kann ich hier hoch? Mädel, ich wollte da hoch. Die Klamotten muss ich verbrennen. Hier ist eine Leiter. Hier ist auch ein elektronisches Schloss. Das hier ist auch zu. Ja, da müssen wir also weiter in der laufen. Denk mal, hier unten finden wir dann irgendwo. Aber wenigstens haben wir jetzt wieder eine Granate, falls er wieder auftaucht. Oder irgendwas Schlimmeres. Oh ja. Ja, sicher. Sicher. Irgendwas Riesenmäßiges. Ist ja furchtbar. Aha, da ist auch einer. Ja gut, dann ist egal, ne? Njam, njam, njam! Na, wenn das mal nicht lecker war... Nee, also, wenn ich so wie jetzt mache, da habe ich ja zwei auf einmal. Und dann sollte ich doch erstmal ein. Aber hier war ja keine Tür, ne? Muster. Hier war ja... Hier war auch keine Tür. Die war zu. Eigentlich dachte ich ja, dass sie vorhin hier irgendwie rüber, aber macht sie ja nicht. Oh Gott. So. Die Klamotten muss ich verbrennen. Ich soll, aber die Granate will ich mir lieber für Nemesis aufheben, wenn ich ehrlich bin. Na gut, dann gehen wir erstmal geradeaus und machen das. Komm raus, Sophie. Okay, hat schon ganz schön was ausgehalten. Dann gehen wir erstmal hier lang. Würde ich sagen. Oh, hier können wir wenigstens rein. Oh, gelbes. Kann das sein, dass man doch später noch einen Granatwerfer kriegt?
explosive Granaten, ja, Sprengstoff A zweimal. A plus Sprengstoff B, Brandgranaten und Säuregranaten. Also sollten wir uns... Ui. Gibt's jetzt echt schon? Aber den will ich jetzt, glaube ich, nicht. Das heben wir uns mal auf. Da dürfen wir allerdings nicht diese Sprengstoffdinger hier. Ja. So. Ja, schön, dass hier ein Speicher links war. Kommt bestimmt der andere, der da ist. Komm schon. Ah ja. Hier hätten gereicht. Da habe ich vorhin, glaube ich, ein bisschen zu viel. Bäh. Also ich möchte hier nicht drin rumrennen. Aber war klar, dass man hier unter durchrennen kann. Da sind wir da lang. Jetzt müssen wir hier noch hin. Ah ja, kommt natürlich noch einer. Der hält mehr aus. Ein Schuss mehr ausgehalten. Aber es sind ja auch eklige Viecher. Mein Gott. Halt, da haben wir. Boah, Brandgranaten. Lecker. Genau, irgendwas. So. Wo sind wir denn hier gelandet? Was ist das? Akku, ein Akku für den elektrischen Schlösser. Ach, echt jetzt? Und ich kann es nicht aufnehmen. Weil ich... Müssen wir jetzt mal machen. Sonst kann ich das nicht aufheben, das Ding. So. Jetzt speichert er auch gleich automatisch. Jetzt geht's los mit Überlegen. Granate auf gar keinen Fall. Ja, wir müssen hier, glaube ich, nochmal her. Ja, definitiv. Liebesbrief. Okay.
Giftiges Kraut, ja, das müssen wir auch hier lassen erstmal. Hier war gar keine Kiste gewesen, ne? Ja, auch keine Schreibmaschine. Aber auf der anderen Seite ist ja nicht so weit der Weg. Okay, gehen wir erstmal was wegbringen, würde ich sagen. Immer schön durch die Gülle. Ach, hier war das doch gar nicht. Ah ja. Echt jetzt? Nein! Echt jetzt? So schnell können die einen fressen? Oi. Na, ich war zu nah dran, ne? Ne, Peter. Jo, ich war zu nah dran, mein Mäuschen. So, da ich ja weiß. Ach, er hatte hier gespeichert, ja. Können zwar den Schrank hier schon mal aufmachen. Und den. Aber wir können es leider nicht mitnehmen. Liebesbrief. Okay, jetzt weiß ich ja, dass da noch einer lauert. Einen Freund anrufen? Wen soll ich da anrufen? Irgendwo hier kommt er. Da. Dachte, ich hätte alle getötet. Ich wusste nicht, dass hier noch mehr von denen kommen. So. Mussten jetzt hier vor. Und nochmal dahin. Lasse ich hier auf jeden Fall die. Ja, wenn Nemesis kommt, ne? Aber die muss ich auch erstmal. Und die Heilung kann ich auch erstmal. Das könnten wir, will ich aber nicht mischen. Okay, so lassen wir das erstmal. Gespeichert wird hier immer. Also immer wenn ich speichern kann, speichere ich. Ne? Ist mir egal, auch wenn ich zum Schluss 200 Mal gespeichert habe. Man sollte jeden Fortschritt speichern. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Kommt schon wieder ein Vieh. Also nicht so schnell rennen. Könnte ja sein, dass die immer wieder spawnen, ne? Aber jetzt kam keins, okay. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Mann. So. Das Kraut, deswegen habe ich die Heilung abgelegt. So, dann dürfte der Raum auch clean sein, ja. So, jetzt haben wir das elektronische Ding, was die Schlösser öffnet. Kommt jetzt noch einer?
hoffe nicht. Oder kommt. Ist tatsächlich begrenzt, oder? Oder? Na, besser wär's. Ich mag die Viecher nicht. Ja, habe ich mir schon so gedacht. Was war das vorher? Hühnchen? Also die Flügel hier, die sehen ja aus wie Hühnchen, ne? Irgendwie. Naja, wer weiß. Und dann gehen wir erstmal hier hoch. Müssen wir, ja, weil da kommen wir wahrscheinlich nicht hoch. So. Das Ding, kann ich das wieder mitnehmen? Ist immer nur für eine Tür? Echt jetzt? Das ist ja dann nicht so gut. Aber vielleicht haben wir ja die richtige Tür. Alter, ich hab nicht mehr viel Schuss. Kohlquappe! Hässliches Miststück. So. Na, wenigstens gibt's hier Schlösser, die man so aufmachen kann. Aber hier brauchen wir ja. Ach so. Ach, das ist aber clever. Ach, Gott sei Dank können wir das wieder mitnehmen. Kann man hier die Lichter anmachen? Ach, hier haben wir. Sehr schön, Erweiterung. Hier liegt auch nochmal. Aber ich befürchte. Ach doch, das können wir ja dann wieder zumachen, ne? Ist ja egal. Sprengstoff A, 2x A Explosivgranaten. Brandgranaten. Ja, explosiv ist auf jeden Fall nice. So, das Ding können wir ja wieder mitnehmen, ne? War das? Halt, da unten ist noch eine Tür. Komme ich da noch mal hin? Ah, ich befürchte, ja. Ich befürchte, ja, wir müssen hier noch mal runter zurück. Nee, zurück komme ich doch da gar nicht, weil das doch da eine Schräge ist. Nee. Auf den Weg komme ich nicht mehr zurück. Muss einen anderen Weg geben. Ah ja, hier. Klar. Die Leiter, die wir gesehen haben.
mir das Teil jetzt nicht mehr? Das könnte sein. Carlos, kannst du mich jetzt hören? Tja, Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Ja, ich lebe noch. Bin ihn los. Super, die U-Bahn ist bereit. Wir hauen ab, sobald du zurück bist. Tja. Wer weiß. Ah! Ich habe keine Granate dabei. Scheiße. Schwein! Was? Eine Gatling? Flammenwürfer. Der hat einen Flammenwürfer. Diesmal muss ich, glaube ich, rennen. Ja, richtig so. Er kann Waffen benutzen? Echt? So eine Sau? Oh, hier gibt's nichts. Okay. Jetzt geh doch hoch. Ich steh nicht auf heißen Arsch. Alter. Ja, ich glaube, man soll jetzt hier nicht den wegballern. Ich glaube, man soll jetzt hier... wegrennen. Oh Mensch, jetzt lassen Sie das. Ach, wie nett. Dann würde ich doch lieber mal die eine Granate mitnehmen, ne? Und das raus. Das raus. Das raus. Und das rein. Halt. Die auch raus. Ja, wir könnten... Allerdings, nee, können wir nicht. Wir haben ja nur B. Und B und normale Schießpulver. Nee, das sollten wir uns aufheben für weitere Granaten zum Herstellen. Na gut, dann haben wir halt nur einmal... Nehmen wir die Pistole. Hier ist noch was zum Lesen. Jetzt ist der Raum grün. So, dann mal los. Ah, ich schätze mal. Okay, gib mir Granate, Granate, lass mich doch. Ist ja gut. Du Hitze, Manni.
besser. Ich wollte hier. Ah, er kommt von hier. Alles klar. Ich habe einen Sonnenbrand. Also die Granate war schon mal gut. Da hätten wir dann da noch Strom. Nehmen wir mal gleich die Granate. Okay. Ist hier ein bisschen heiß. Oh Mann. Ja, ich muss hier noch ein bisschen üben, glaube ich. Das will ich übrigens heute noch schaffen. Den Kampf jetzt. Alter, ja, steckt da hier alles in Brand. Guckt euch das an. Echt jetzt, hätte ich hier einen Granatwerfer mitnehmen sollen? Anscheinend. Nein! Wenn ich auf leicht gehe, dann gibt er mir keine Upgrades mehr. Na gut, dann müssen wir wohl ihn mit einem Granatwerfer bearbeiten. Er hat es ja nicht anders gewollt. So, Messer kann mal dahin. Was hat denn der? Brandgranaten? Ne, ich glaube Explosivgranaten wäre besser. Na, hilft ja nichts. Aber wir können hier als erstes. Ne, dann heben wir uns die Granate auf, würde ich sagen. Wie kann ich denn jetzt den ausrüsten? Ja, wie kann man den schnell zugreifen? Dahin. Zwei Brandgranaten, aber ich glaube, ich will doch lieber gleich mit Explosiv. So, mein Freund.
Was los? Sagt er. Jetzt noch fit? Nein! Bist du überhämmert? Nein! Alter, der muss doch mal langsam, ne? Hallo? Da war er. Naja, der lässt nichts fallen. Willst du nicht noch mal lieber nachgucken? Aber der kann jetzt nicht mal aufstehen. Naja, bitte aber. Wir wissen es ja. Er braucht nur wieder ein bisschen zum Regenerieren. Also kriegt man immer nur Upgrades, Waffen-Upgrades, wenn man den so zwischendurch, ne? Ja? Mann, oh Mann, was für ein Kampf. Aber wir sind noch gesund. Aber haben fast gar nichts mehr. Nemesis geschlagen? Wie? Der ist doch jetzt nicht. Ist er jetzt schon tot? Nee. Das glaube ich nicht. Carlos? Hier, Jill. Hörst du mich? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Ja. Der Mistkerl ist tot. Gut. Scheißkerl. Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können. Komm, spar dir das. Ja, danke, Ratze. Ich hab getan, was nötig war. Ich weiß, und danke. Die U-Bahn ist abfahrbereit. Beeil dich! Okay. Ja, irgendwo liegt hier noch was. Oder haben sie mir das nicht angezeigt jetzt gerade? Hier haben Polizeiauto, ne? Wo bist du? Ist auch nichts. Naja. Wir haben drei Verletzte.
Okay, da gibt's wieder ein paar. Ach so, das gehört alles zusammen. RPD-Zentrale. Hier spricht 153. Ich bin im Northgarden mit 3 Zivilisten eingesperrt. Westseite, Cafeteria. Eingesperrt? Hey, Digga. Alles klar, Herr Kommissar. Zombie Nation. Kommt her. Sollte reichen. Ich sehe zwar kaum was, aber es wird einem ja angezeigt, wenn hier was rumliegen sollte. Muss man das auch damit machen? Nee. Okay, da brauchen wir wieder was anderes. Oder muss man das einfach nur... Nee. Okay. Da sollen wir mit Sicherheit hin. Mal kommen, Krankenwagen. Gibt's doch meistens was. Hier aber nicht. Okay, da hinten war ich schon. Ja, gut. Dann müssen wir wohl hier erstmal hinter. Ach, das ist ja hier, wo die Straße ist, nicht mehr. Ist das nicht der Waffenladen? Da ist das der Waffenladen. Achso, da meinten sie mit dem Gebiet. Nee, das große Gebiet da. Ach, wahrscheinlich hier, ne? Da müssen wir nochmal rausgehen. Sammeln wir erstmal hier alles ein. Halt! Mist, Jill! Kendo, dir geht's gut. Ach nee, hoffentlich komme ich nochmal zurück. Sorry für den Schrecken eben. Wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber echt, hör zu. Wir benutzen die U-Bahn, um Leute rauszuschaffen. Bist du dabei? U-Bahn? Nun, gute Idee. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. Was ist? Nichts, ist nur... Nur schlechtes Timing. Nee, deine Tochter. Hör zu, sorg dich nicht um mich. Ich finde schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Du bist hier der beste Waffenschmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das ist dein Job, was? Mach's gut, Jill. Okay, wir können doch nochmal zurück. Wenn du zur Station willst, nimm am besten die Seitengasse vorne beim Laden, okay? Deswegen hier auch der Schlüssel. Ja, hab ich gesehen. So, was habe ich jetzt, wenn ich das hier... Brand, okay. Was ist denn das hier eigentlich? Für die Flinte... Okay, jetzt brauchst du aber auch zwei Plätze. Ist ja nicht sehr schön. Okay, dann kombinieren wir die noch.
Kann man das hier gleich? Nee, muss man. Okay. Laden wir die mal rein. So, ach hier, der Weg ist, ja, Daddy. Ja, ja. Sei ihr gutes Mädchen. Ach, hier haben wir die Kiste, ja. Okay, was wollen wir? Auf jeden Fall das hier. Kann erstmal weg. Und ich würde sagen, er hier auch erstmal. Den packen wir dahin. Ja. So muss erstmal reichen. So, dann würde ich aber sagen, dass es erstmal reicht. Wir sind ja schon über 3 Stunden. Die Zeit vergeht echt schnell, wenn man hier am Spielen ist. Jetzt haben wir den Schlüssel für da draußen, den Seitenweg, ne? Und wir müssen da hinten die eine Gasse noch reingucken. Ah ja, macht aber riesig Spaß, ne? Also wenn ich jetzt privat gespielt hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich weiterspielen. Aber wir sind ja jetzt schon über 3 Stunden. Das reicht. Sonst kriege ich nachher bloß zwei Streams mit Resident Evil 3. Na gut, Leute. Dann sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, euch noch eine schöne Nacht und bleibt weiterhin gesund, ne? Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Resident Evil 3, der Remake. Ja, Nemesis ist, ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich tot ist. Ich glaube aber nicht, soweit ich das, oder? Na, werden wir ja sehen, ne? Ist ja für mich auch Neuland. Ja, dann sage ich auch mal bye bye und ciao ciao.